Heute Fußball. Wir berichten live aus der größten Fußballarena unseres Landes. Gleich wird das entscheidende Spiel der Saison angepfiffen und nach 90 Minuten steht der diesjährige Meister fest. Beide Mannschaften sind schon auf dem Platz. Die Seiten... Und das Spiel läuft. Wir sind gespannt. Es geht alles. Ballbesitz und gewinnt die ersten Zweikämpfe. Was für eine tolle Flanke! Unsere Jungs nähern sich jetzt dem gegnerischen Tor und Schuss! Aber der Ball prallt vom Fuß eines Abwehrspielers direkt in die Hände des Torwarts. Es geht weiter. Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsjournal. Heute beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Methoden, Stress abzubauen. Was ist Stress? Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Entspannungstechniken, die bereits innerhalb von 10 Minuten eine wohltuende Wirkung zeigen. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel oder legen Sie sich auf Ihr Sofa. Schlagen Sie nicht die Beine übereinander und atmen Sie ganz ruhig. Oder Sie gönnen sich eine Tasse herrlichen Kräutertee. Während Sie ihn genießen, lassen Sie alle belastenden Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Sie können sich auch ein warmes Bad bereiten und während Sie darin liegen, machen Sie folgende Atemübung. Atmen Sie bei geschlossenem Mund tief durch die Nase ein, tauchen Sie dann die untere Gesichtshälfte ins Wasser und atmen Sie langsam durch die Nase wieder aus. All diese einfachen Techniken sind kein Allheilmittel. Sie lösen nicht Ihre Probleme, ist mir egal, aber sie helfen Ihnen, schnell zur Ruhe zu kommen. Je entspannter Sie sind, desto leichter wird es Ihnen fallen, Lösungsmöglichkeiten für Ihre Probleme Handy und Sorgen zu finden. Gib her, gib her, gib her! Ui! In den Wald soll ich gehen? Und der böse Wolf? Spazieren. Oh ja, oh ja. Da muss uns der Bär sofort helfen. Bitte. Ans Telefon gehen. Super Flanke, der Ball fliegt aufs Tor zu. Jetzt müssen wir wegrennen.
ja endlich. Hast du einen Schmetterling hier rumfliegen sehen? Oh! Hast du meinen Schmetterling gesehen? Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich deine Karotten bewachen? Nein, ich muss jetzt den Schmetterling fangen. Aus wie ein echter Polizist. Solange ich da bin, darf hier keiner ran. Ich lass nicht zu, dass einer Möhren klaut. Das ist nicht schön, dass... Oder ich sperre dich ein. Na du, gibst du freiwillig auf oder soll ich dich gefangen nehmen? Stehen bleiben! Gefangen!
versucht abzuhauen. Aber ich war viel schneller als er. Soll ich noch irgendetwas anderes für dich bewachen? Gut, wir sehen uns nachher. Ich bin der beste Polizist, den es gibt. Wir tauschen. Das gehört mir. Ah, oh, hier sieht's ja echt cool aus. So, liebe Wölfe, antreten zu untersuchen. Wo tut es denn weh? Mach dein Maul auf. Also, Lippen gut, Zähne gut. Und die Zunge? Und eins und zwei und eins und drei und zwei und drei und eins ist nur ein Nervenzusammenbruch. Thank you.
auch deine Medizin nehmen. Hack dich nicht so, du brauchst deine Medizin. Nehme Mascha für ein Fass Honigwein zurück. Hey, Patient, anhalten! Tada! Patient, komm sofort zurück! Schläfst du nicht? Aber
das für ein Wolf? Wer denn dann? Was soll das sein? Etwa ein Hase? Ach, wirklich? Dann ist das der Wolf. Ist das der Wolf? Oder das der Wolf? Das da vielleicht. Ist das der Wolf? Der Wolf? Wolf, 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 Wolf. Ich kann darauf nicht Schlittschuh laufen. Oh!
Der Bär schläft ja schon wieder. Immer musst du schlafen. Wach auf! Ah! Mal sehen. Irgendwo müssen seine Schlittschuhe ja sein. Oh, toll! Jipp! Aha! Mit euch wird das bestimmt gut klappen. So, jetzt geht's los. Schlafen und nicht dein einziges Mal Schlittschuh laufen. Wir werden Schlittschuh laufen, egal wie. Ui. Schlittschuhlaufen! Hey! Wo geht ihr denn hin? Ich will mit euch Schlittschuhlaufen! Ihr könnt mich doch nicht einfach ganz allein auf dem Eis rumlaufen lassen! Und wenn ich ausrutsche und hinfalle? Bestimmt Schlittschuh laufen. Ja. Können wir jetzt endlich Schlittschuh laufen oder nicht? Der Teich erglänzt so weiß. Denn endlich trägt das Eis. Die Großen wollen schnell nach Haus. Die Kinder finden's nett. Sie stellen sich auf die Kufen. Sie lachen und sie rufen. Schon bald siehst du sie tanzen wie im schönsten Eisballett. Unter Sternen geraten wir ins Schwärmen. Musik und Tanz und Feuerwerk, das Glück, das ist komplett. Wir reichen uns die Hände, der Kreis, der nimmt kein Ende. Wir lachen und wir springen wie im schönsten Eisballett. Wo bekomme ich meine Medaille?